Hey Leute, hier ist wieder Chancellor's Raptor und zwar heute mit zwei richtig genialen Wall Breaches. Und zwar einmal, wie ihr in Martin Madrazos Haus reinkommt und der andere ist beim Los Santos Customs, aber das seht ihr ja nachher. Und als allererstes mit dem Motorrad an diese Location kommen, die, wo Stress auf dem Dach von euch gesuchtet haben, die werden die Location wahrscheinlich kennen. Und zwar ist es einfach vor der Haustür. Dann müsst ihr über den Hügel in den Garten schanzen und dann mit einem Wheelie auf das Dach kommen. Hauptsache ist nämlich, dass ihr mit dem Motorrad, mit irgendeinem Motorrad auf Martin Madrazos Balkon kommt. Denn hier könnt ihr mit dem Motorrad einfach in eine Wand reinfahren und schon seid ihr in seinem Haus drin. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus hier drin und macht echt Spaß, um Spiele zu trollen, die ihr dann auf den Balkon hier lotst und ihr euch dann hier drin rumlaufen seht. Ist auf jeden Fall ziemlich lustig. Ihr müsst bloß aufpassen, weil ihr könnt überall rausfallen. Und der zweite Spot seht ihr jetzt hier auf der Karte. Rechts neben dem Los Santos Customs könnt ihr jetzt auf Spieler warten, falls sie Kopfgeld haben oder zum Freunde trollen. Ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Spot. Springt ihr hier in die Ecke, nachdem ihr ein Auto an die Leitplanke platziert habt. Mein Kumpel jetzt nicht geschafft, dafür musste er sterben. Ihr könnt rausschießen, keine aber rein, was daraus eigentlich einen ziemlich geilen Spot macht. Hier seht ihr jetzt, er kann mich abschießen und ich kann nichts dagegen tun. Und das war's mit den zwei Wall Breaches. Wenn sie euch gefallen haben, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ciao Leute und haut rein, bis zum nächsten Video.